this is for the beers in there. Bärengarten in Bern. Im Vorbeifahrt. Die Altstadt im Hintergrund. Ja, okay. Genau. Und dann ist das Dörfli ist weiter unten. Okay. Also in dem Sinn gut, das Dörfli ist ein Spiegel, genau. Das ist so aber man hat gesehen, dass eins so, wenn man aus dem Bus kommt, sieht man eins gerade. Das ist das Spiegel vermutlich. Ich denke, wahrscheinlich, okay. Ja. Vielen Dank. Ich komme da zu der Politeris heute. Ja, genau. Haben die auch irgendwo schon sich eingerichtet? Veranstaltung ist da vorne. Ich würde einfach mal da vorne schauen. Sie sind am Aufbau. Das Müsli hat oder was, so. Was sie schon alles haben. Genau. Und das ist Garderobe, kann ich dort ablegen? Garderobe, genau. Sie hat vorne im Untergeschoss grosse Kästchen. Sie hat verschiedene Grösse. Ich denke, wir bringen hier grosse Koffer frei. Also, aha. Ja, das braucht einen Einfränker. Wir sind hier in Bern und sehen das Zentrum Paul Klee, ein Museum in drei Wellen errichtet. There are three waves in the Museum of Paul Klee in Bern, Switzerland. Im mittleren Teil befindet sich die Ausstellung, rechts ist Forschung, Bibliothek. Im mittleren Teil auf zwei Stockwerken befinden sich die Ausstellungen. Handpuppen, Handpuppets, Clay built puppets to play with his son. Handpuppen hat Klee gebaut, um mit seinem Sohn zu spielen. Das ist Kleisterfarbe, Kleisterfarbe.
Hinterglas bilden. Paintings behind glass. Göttinnen, these are the goddess pictures. You can touch the model. Nach den Göttinnen gehen wir zu den Engeln. These are the angels after the goddesses. Hier handelt es sich um eine Ritztechnik beim Bild Versuchung. Picture is called Temptation. And these are technical experiments which then resulted in a picture like this dwarf. Der Bauernzwerg. Paul Klee studied and worked in Germany until 33, when he was not wanted by the Nazis anymore. Then he came to Switzerland for his last 7 years of life.
This is nature. Watch the fish in circle. These are the watercolors, the aquarelle from Paul Klee. Geht relativ steil. And finally, we have the models. So there is another artist who was influenced by Klee. With her colors and writings. Downstairs in the second exhibition of Paul Klee Center. Unterhalb der Paul Klee Ausstellung also gibt es eine weitere Ausstellung mit einer anderen Künstlerin. Also walk around Zentrum Paul Klee and
visit the park with sculptures where you are not allowed to play the blues. You have to pay 1,000 francs of fine. Wenn man Musik macht hier im Paul Klee Skulpturgarten, muss man 1,000 Franken Buße bezahlen. Aber es ist ein hübscher Spaziergang um das Zentrum Paul Klee herum. Die drei Hügel, die drei Decken des Museums. In der schönen Naturlandschaft neben der Autobahn. Museum, parking, and more on the right there is also a cemetery with the tomb of Paul Klee. Auch das Grab von Paul Klee befindet sich hier in der Nähe, neben dem Parkplatz und Museum, auf einem Friedhof. Hier noch einmal das spezielle Dach, die spezielle Form, und Eingang zum Restaurant. Die Gegend heißt Schöngrund, darum auch das Restaurant Schöngrün. Beautiful Green is the name of this region on the outside of Bern, where you see the green forest, the green grass grow. Here at Center Paul Klee, im Zentrum Paul Klee, mit der schönen Kunst. Ich bin ja nicht so. Ich bin 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 so.